Hallo, moin, moin und herzlich willkommen in der Seitengasse von Sweeter Morris Campus Leben. Wir hatten gerade ein Date mit Nathaniel und jetzt geht es ab zur Arbeit. Als ich vor dem Café ankam, war ich ganz außer Atem. Er hatte also immer noch Kontakt zu dem Typen, der mich an meinem ersten Tag in der Stadt belästigt hatte. Richtig. Ich habe die Vermutung, Nathaniel ist ein Drogendealer und ich glaube auch, dass dieser Typ, der uns am ersten Abend belästigt hat, vielleicht einer seiner Mitarbeiter ist oder einer seiner Junkies, die er regelmäßig beliefert. Er hat aber auch gesagt, er möchte das Ganze beenden. Wer weiß, ob das Ganze so ernst gemeint war, vielleicht tut er es doch nicht, vielleicht hat er keine Kraft dazu. Wir werden es definitiv herausfinden, aber dieser Typ, ja, ich weiß nicht, ich finde ihn gruselig, ich finde ihn echt, oh. Hübsch ist er nicht. Plötzlich waren die Bilder wieder da. Alles war so schnell gegangen. Es war, als hätte ich versucht zu verdrängen, was passiert war. Und das, obwohl es mir den Schock meines Lebens versetzt hatte. Ich dachte, ich wäre stark genug, das alles einfach zu verdrängen. Aber den Typen wiederzusehen, hatte die alten Ängste neu geweckt. Ich sah auf meine Handyuhr. Ich musste ins Café reingehen, sonst würde ich Katja noch einmal anrufen. Katja, mich. Entschuldigung. Ich würde es schon irgendwie schaffen. Okay. Tief einatmen und rein. Und ich sage dir, dass es durchaus nötig war. Ich denke, wir wären auch ohne sie klargekommen. Sie muss... Ich betrat das Café. Stritten die beiden etwa? Hat sie dich beauftragt, das zu sagen? Was? Nein. Ich sage dir das, weil ich finde, dass es eindeutig zu weit geht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Plötzlich bemerkte Katja meine Anwesenheit und drehte sich abrupt zu mir um. »Siehst du? Da ist sie doch. Es gibt also kein Problem.« Mit diesen Worten ging Katja eilig in die Küche. Ich hatte keine Ahnung, was da gerade vor sich ging. »Valkyria, du bist schon da?« »Ja, Katja hat mich angerufen und gesagt, ich sollte so schnell wie möglich kommen.« »Das darf nicht wahr sein.« »Was ist denn los?« Jon warf einen Blick in Richtung Küche, um zu sehen, ob Katja dort war. Dann senkte er die Stimme. »Katja hat mir erzählt, dass sie dich angerufen und gebeten hat, jeden Abend das Café zu schließen und dass du nicht besonders begeistert warst. Ich habe versucht, dich zu verteidigen, aber da wirkte sie plötzlich gekränkt. Ich...« »Natürlich wirkte sie gekränkt. Der Puma will ja auch dich haben, Hase.« »Sie will dich.« »Und nicht nur einen Bullen. Der ist mechanisch. Was aus Fleisch und Blut, das wäre viel schöner. Gekränkt?« »Ja, ich weiß auch nicht. Sie meinte, es enttäusche sie, dass ich so von ihr denke.« »Wow, jetzt übertreibt sie aber. Das ist nicht mehr normal, Jon.« »Ja, das merke ich. Aber das werde ich mir nicht gefallen lassen.« »Ich kann nicht glauben, dass sie es wagt, dir zu widersprechen.« »Es ist gut, dass du reagiert hast. Ihr Verhalten ist nicht normal.« »Danke, dass du dich ihr gegenüber für mich einsetzt.« »Ja, das finde ich echt total nett von ihm. Auch wenn er Lord Friendzone ist, aber Arbeitskollegen sollten zusammenhalten und ich hätte auch nicht gedacht, dass er ihr mal die Meinung geigt, weil normalerweise ist er ja so ein bisschen... Ja, ich habe ihn immer etwas unterwürfig eingeschätzt.« »Das ist doch ganz normal. Ehrlich gesagt ist mir ihr Verhalten erst jetzt richtig bewusst geworden. Ich konnte nicht einfach zulassen, dass sie so mit dir redet.« »Danke, Jon.« »Ich fühle mich trotzdem merkwürdig. Bisher war Katja immer nett zu mir.« »Hm.« »Ich hoffe jedenfalls, dass du jetzt nicht alles abbekommst und dass sie nicht noch gemeiner zu dir ist als ohnehin schon.« »Das hoffe ich auch.« »Das hätte mir gerade noch gefehlt. Heute ist wirklich nicht mein Tag.« »Aber ich habe dich noch gar nicht gefragt. Du bist ziemlich blass. Ist alles in Ordnung?« »Ja, alles in Ordnung. Ich bringe kurz meine Sachen weg und fange dann lieber gleich an, bevor es noch mehr Ärger gibt.« »Okay.« Als ich eintrat, zuckte Katja zusammen. Es schien, als hätte ich sie aus ihren Gedanken gerissen. »Oh ja, jetzt macht sie sich Gedanken, weil Johnny Boy sich für uns eingesetzt hat. Blöd gelaufen.« »Ich wollte nur meine Sachen ablegen und...« Ja, mach nur. Ich, Sie schien seit Stunden dasselbe Glas zu polieren. Es glänzte schon. »Du trägst keine Schürze?« »Ich wollte sie mir gerade umbinden.« Sie murmelte irgendetwas vor sich hin, aber sagte sonst nichts. Schließlich
ließ sie mich allein in der Küche zurück. Juhu, die olle Cozy Bär Schütze. Egal. Ich hatte das ungute Gefühl, der Tag würde so weitergehen, wie er begonnen hatte. Ich band mir die Schürze um und seufzte. Dann verließ ich die Küche, um Jon zu helfen. Jonny Boy! Bist du das, die man bis auf die andere Seite der Stadt seufzen hört? War ich so laut? Ja, und wie geht's dir? Ich weiß ja nicht, ob sie auf laut steht. Wir können ja mal nachfragen, so entspannt. Nee. Ja, das war ich. Wie geht's dir? Ja, danke. Aber das sollte ich eher dich fragen. Du siehst wirklich nicht besonders gut aus. Sehe ich wirklich so schlimm aus? Pia ist nicht die Erste, die das sagt. Es überraschte mich, dass man mir das offenbar so deutlich ansah. Mein Blick traf den von Katja, die gerade etwas auf die Tafel neben der Terrasse schrieb. Möchtest du vielleicht etwas trinken? Gern. Ich werde noch eine Weile hier bleiben, um zu lernen. Du weißt, falls du irgendwann eine Pause machst und jemanden zum Reden brauchst, bin ich für dich da. Ich dankte ihr und lächelte ihr zu. Sie bestellte einen Orangensaft. Ich hatte ein Kloß im Hals und wäre sicher nicht in der Lage, irgendetwas herauszubringen. Also Saft. Obwohl ich hier weit weg von der Uni war, gingen mir die Ereignisse vom Morgen nicht aus dem Kopf. Ich ließ immer wieder dieselben Sätze und Bilder von meinem inneren Auge Revue passieren. Ich begann gerade Orangen auszupressen, als Jon aus der Küche kam. Katja wird sicher noch mit dir über die Sache mit den Abenden reden. Alexi meinte, du seist im Moment ziemlich im Stress wegen deiner Abschlussarbeit. Du hast das Recht abzulehnen, wenn du nicht jeden Abend arbeiten möchtest. Ich weiß, aber ich... Valkyria, komm in die Küche! Bitte! Das Bitte klang ziemlich gezwungen. Ich nahm mein Glas und ging schnell in die Küche, während Jon mir ermutigend zulächelte. Ja? Ich wollte dich wegen der anderen Tage in dieser Woche fra... Jon war in die Küche gekommen, um dort schmutziges Geschirr abzustellen. Ja, guck mal, scheiße gelaufen, ne? Jetzt kannst du nicht sagen, was du sagen willst. Danke erstmal, dass du heute so früh kommen konntest und, meinst du, dass du an den anderen Abenden der Woche Zeit haben wirst, hier zu arbeiten? Ihr Ausdruck und ihre Stimme hatten sich in Jons Anwesenheit deutlich verändert. Er verließ den Raum wieder mit seinem Tablett, voller Gebäck in der Hand. Okay, schön. Na? Es ist eine ungewöhnlich heiße Woche vorhergesagt, die Terrasse wird also sicher jeden Tag voll sein. Oh ja, zu dem Thema heiße Woche und Strand und so habe ich einen Kommentar gelesen bezüglich, warum ist es jetzt plötzlich heiß, wenn es eigentlich beim letzten Mal kalt war und wir eigentlich schon wieder Richtung Winter zugesteuert sind und jetzt ist plötzlich wieder Hochsommer und ein Wort. Klimawandel. Keine Ahnung. Sie trommelte nervös mit den Fingern auf den Rand des Tisches. Ich hatte das Gefühl, sie wollte das Gespräch gern beenden, bevor Jon zurück in die Küche kam. Das kann ich mir denken, denn Ausraster möchte sie sich dann garantiert nicht gönnen. Im Moment habe ich nicht wirklich das Bedürfnis, noch mehr Stunden im Café zu arbeiten und ich bräuchte mehr freie Zeit, um an meiner Abschlussarbeit zu schreiben oder über all das nachzudenken, was gerade so passiert. Nein. Es tut mir leid, Katja, aber diese Woche kann ich nicht. Ich möchte es mir lieber nicht mit ihr verderben, irgendwie schaffe ich es schon. Ja, ich werde es so einrichten, dass ich diese Woche hier arbeiten kann. Ich brauche noch etwas Zeit zum Nachdenken. Nein, brauchst du nicht. Einfach nein, wir können nicht, die Abschlussarbeit geht vor. Tut mir leid. Aber damit bringst du meine Organisation völlig durcheinander. Als ich dich eingestellt habe, habe ich dir gesagt, dass es eine der Bedingungen ist und... Ich richte es ja sonst auch immer irgendwie ein, Katja, aber diese Woche muss ich wirklich. Schon gut, schon gut. Verschon mich mit deinen Ausreden. Blöde Kuh. In diesem Moment kam Jon wieder in die Küche. Er trug dieses Mal noch mehr schmutziges Geschirr. Gut, ist nicht so schlimm, vergiss es. Wir kommen diese Woche schon klar. Sie verließ eilig die Küche. Alles in Ordnung? Ich habe den Eindruck, das wird mich noch ziemlich teuer zu stehen kommen, aber wenigstens habe ich diese Woche Zeit, um mich um meinen ganzen Kram zu kümmern. Ich bin wirklich stolz auf uns. Wieso uns? Es gibt kein uns, Jon.
Es gibt ein Du und es gibt ein Ich, aber es gibt kein Uns. Wir haben es heute beide geschafft, unsere Meinung zu verteidigen. Bei Jons Worten musste ich lachen. Seine Einstellung ist immer so positiv und ermutigend. Das ist heute das erste Mal, dass ich auf meinem Gesicht ein Lächeln zeigte. Okay, aber immer positiv würde mich auch aggressiv machen. Versuche es heute ruhig angehen zu lassen und mach dir keine Sorgen. Ich werde dir so viele Bestellungen abnehmen wie möglich. Das ist nett von dir, Jan. Du brauchst nichts zu sagen. Ich sehe an deinem Gesicht, dass heute irgendwas nicht stimmt. Wenn es nicht mehr geht, dann geh lieber nach Hause. Ich komme mit Katja schon irgendwie zurecht. Und ich bin für dich da, wenn du reden möchtest. Danke, Jan. Für wen ist eigentlich der Saft in deiner Hand? Oh, Mist, Pia! Ich schlug mir mit der Hand vor die Stirn und ging dann eilig auf die Terrasse, um Pia ihr Getränk zu bringen. Doof! Und dann hat Katja uns auch noch unterbrochen. Entschuldige, Pia. Ich hatte ganz vergessen... Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Deshalb bin ich hierher gelaufen und hab gehofft, jemanden zu treffen, den ich kenne. Nina, alles in Ordnung? Das hast du ganz richtig gemacht. Komm, setz dich. Pia zog einen Stuhl für Nina heran, die völlig aufgelöst wirkte. Offenbar hat sie jemand belästigt. Was? Nina, möchtest du uns sagen, was passiert ist? Ich möchte jetzt nicht allein sein. Jan hatte die Szene vom Eingang des Cafés beobachtet. Ich hatte den Eindruck, er begriff sofort, dass etwas nicht stimmte. Er gab mir ein Zeichen, um mir zu signalisieren, ich sollte mir Zeit nehmen, die ich brauchte. Ich setzte mich zu den beiden an den Tisch. Was ist denn passiert, Nina? Geht es dir gut? Sollen wir jemanden anrufen? Ja, es geht schon. Es ist nichts. Eigentlich ist nichts passiert, also... Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Das ist total albern. Es war eigentlich gar nichts. Es ist nur das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich fühle mich... Nina, beruhig dich. Hol erstmal tief Luft und dann erzählst du uns, was passiert ist. Ich nahm eine Papierserviette von einem Tablett und gab sie Nina. Sie nickte mir dankbar zu. Ich war alleine in der Stadt einkaufen und dann war ich plötzlich neugierig und wollte mir ansehen, wie diese Bar aussieht, von der die in der Schule immer alle reden. Der Snake Room. Der Snake Room? Ich spürte, wie meine Hände anfingen zu kribbeln. Ja, abends ist die Bar immer voller Studenten und sie lassen keine Minderjährigen rein, aber nachmittags gehen ein paar meiner Mitschüler dort zum Billardspielen hin. Pia und ich ließen Nina weitererzählen, ohne sie zu unterbrechen. Ich habe eine Gruppe von Mädels aus meiner Schule getroffen, die alle cool finden. Und sie haben mich eingeladen, mich zu ihnen zu setzen. Und dann haben sie so einen Typen angebaggert, der älter war als wir, und haben ihm erzählt, ich hätte ein Auge auf ihn geworfen. Ich ahnte Schlimmes. Ich sah mich kurz um. Jon redete gerade mit Katja. Offenbar versuchte er, sie abzulenken, damit sie uns nicht störte. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich tat so, als müsste ich zur Toilette, um der Situation zu entkommen. Ich ging tatsächlich zur Toilette, aber eher, um dort meine Gedanken zu ordnen und wollte danach direkt aus der Bar verschwinden. Aber als ich die Toilette verließ, wartete der Typ dort an der Tür auf mich und... Ich sah, wie Pia vor Wut die Zähne zusammenbiss. Meine Hände vor mir auf dem Tisch zitterten. Ich legte sie auf meinen Schoß, um sie zu verstecken. Er versperrte mir den Weg und sagte ziemlich obszöne Dinge. Schließlich begann ich zu schreien und lief weg. Als ich wieder nach vorne in die Bar kam, wurde mir bewusst, dass die anderen Mädels einfach gegangen waren. Dabei hatten sie sicher beobachtet, dass der Typ mir zur Toilette gefolgt war. Oh, Nina. Ich hatte Angst, er würde mir folgen und mich festhalten. Deshalb bin ich schnell auf die Straße gelaufen und dann habe ich Pia hier sitzen sehen. Nina, wie sah der Typ aus? Ich weiß nicht. Er trug einen Trainingsanzug. Hey, der gehört zur Jogginghosen-Gang. Nein, Entschuldigung. Er war blond und sah ziemlich fies aus. Jogginghosen-Gang. Verdammt, das war er. Das war derselbe Typ, der auch mich belästigt hatte. Und der zuvor mit Nathaniel in den Snake Room hineingegangen war. Erst hatte er mich belästigt und jetzt auch noch andere. Meine Hände zitterten nun völlig unkontrolliert. Eins ist sicher, Nina. Du hast richtig reagiert.
Am liebsten würde ich aufstehen und gleich in diese Bar gehen, um ihm eine zu verpassen. Aber als die Rechtsanwältin, die ich eines Tages hoffentlich sein werde, weiß ich, dass es keine besonders gute Idee wäre. Pia fand sofort die richtigen Worte, während ich wie vor den Kopf gestoßen war und stumm neben den beiden sitzen blieb. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will einfach nur nach Hause und eine Serie gucken, um an nichts mehr denken zu müssen. Oh. Als erstes werden wir deine Eltern anrufen, um mit ihnen zu reden. Und dann solltest du deinen Mut zusammennehmen und zur Polizei gehen, um dort eine Aussage zu machen. Meine Mutter wird sehr enttäuscht von mir sein. Ich hätte nicht in diese Bar gehen dürfen. Eigentlich war ja gar nichts Schlimmes und ich bin heil dort rausgekommen. Es ist bloß das erste Mal, dass mir so etwas passiert und ich habe wie ein Kleinkind reagiert. Ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen, um ihr zu sagen, wie egal das in so einer Situation war. Warum tust du es dann nicht? Erstens sollten deine Eltern bzw. deine Mutter erfahren, dass es dir gut geht und wird dir sicher helfen. Zweitens hätte jede Frau zwischen 14 und 60 genauso reagiert wie du. Du stehst unter Schock und niemand hat das Recht, sich dir gegenüber so zu verhalten, wie es dieser Typ getan hat. Wenn du mit der Polizei sprichst, ist der Typ danach polizeilich erfasst und bekannt. Vielleicht war es auch nicht das erste Mal, dass er so etwas getan hat. Ich hob den Kopf. Es war, als habe mir jemand einen Schlag versetzt. Man muss diesen Typen stoppen. Wenn alle Frauen, die er verbal oder körperlich belästigt, damit zur Polizei gehen, können sie ihn aufhalten. Wenn keine von ihnen etwas unternimmt, kann er immer so weitermachen. Da hat sie auf jeden Fall recht. Also wenn ihr irgendwann mal belästigt werden solltet, geht zur Polizei. Egal, wie weit das geht. Auch wenn ihr euch nur berührt oder so. Es muss ja nicht gleich eine Vergewaltigung sein. Aber man muss was tun. Nina schien über Pias Worte nachzudenken. Ich wollte am liebsten heulen. Ich fühlte mich mies und schuldig und hatte Bauchschmerzen. Es war, als würde ich durch Ninas Geschichte die Belästigung dieses Typens noch einmal erleben. Okay. Danke, Pia. Ich werde meine Mutter anrufen und hier mit euch auf sie warten. Ich bleibe bei dir. Hier kann dir nichts passieren. Nina stand auf und ging ins Café hinein, um zu telefonieren. Valkyria, alles in Ordnung? Er hatte eine Schülerin belästigt. Gut, in meinem Fall war Neth mir zwar zur Hilfe gekommen, aber was, wenn er an dem Abend nicht da gewesen wäre? Was, wenn mir niemand geholfen hätte? Und ich habe anschließend nichts unternommen. Ich habe sie einfach weitermachen lassen und jetzt... Valkyria? Und jetzt wird Nina tun, was ich nicht getan habe. Obwohl ich schon 23 bin, ich... Autsch! Tut mir leid, ich habe dich gekniffen, aber ich hatte Angst, du hättest einen Herzinfarkt bekommen. Alles in Ordnung? Hat dich Ninas Geschichte so aufgewühlt? Ich kann nicht weiter schweigen. Ich muss ihr alles erzählen. Aber ich kann Pia jetzt nicht davon erzählen. Ich weiß, was sie sagen wird. Ich rede lieber mit jemand Alterem, mit jemand Neutralem. Jon hat gesagt, ich könnte jederzeit zu ihm kommen. Ich werde mit ihm reden. Yes. Nö, ich will mit... Ups, Entschuldigung, ich will mit Pia reden. Was? Am ersten Abend, als wir etwas trinken waren. Ich bin vom Snake Room aus allein nach Hause gegangen. Noch bevor ich meine Geschichte beenden konnte, nahm sie mich in den Arm. Ich hätte dich niemals allein nach Hause gehen lassen dürfen. Es tut mir ja so leid. Erzähl mir, was passiert ist. Diese Worte genügten, um mich in Tränen ausbrechen zu lassen. Ich erzählte ihr genau, was an jenem Abend passiert war. Als ich fertig erzählt hatte, löste sie ihre Umarmung. Ich dachte, ich wäre längst über diese Sache hinweg, obwohl ich an dem Abend furchtbare Angst hatte. Aber ich glaube, ich habe das alles einfach nur verdrängt. Und jetzt holt mich meine Erinnerung ein. Und es macht mir doch mehr aus, als ich wahrhaben wollte. Und jetzt... ist das alles schon Monate her und Nina hat den Mut, das zu tun, was ich nicht getan habe. Ich habe fast niemandem davon erzählt. Es ist zu spät, um... Es ist nie zu spät. Du kannst immer noch zur Polizei gehen. Wenn du ihnen die Geschichte genauso erzählst wie mir gerade, werden sie das sicher verstehen, Valkyria. Wenn ich eher reagiert hätte, hätte die Polizei den Typen vielleicht schon überprüft und Nina wäre das alles erspart geblieben.
das wage ich zu bezweifeln, denn solche Typen neigen auch zu Wiederholungstaten. Also, na, ob du daran wirklich etwas geändert hättest, nobody knows. Nein, nein, mach dir bitte keine Vorwürfe. Schließlich bist du nicht diejenige, die Nina in der Bar belästigt hat. Nicht? Vielleicht bin ich ja dieser Jogginghosentyp mit den blonden Haaren. Du kannst nichts dafür. Du hast das getan, was tausende Frauen täglich tun. Du hast es einfach verdrängt, weil solche Dinge leider immer noch zu oft von unserer Gesellschaft banalisiert werden. Ja, das stimmt leider. Aber lass mich Nathaniel für sein Verhalten bitte eigenhändig umbringen. Was? Er hätte etwas unternehmen müssen. Er hätte es wissen müssen. Und jetzt erzählst du mir, dass er immer noch mit diesem Typen rumhängt. Den knöpfe ich mir vor. Nein, wir wissen nicht, was da wirklich los ist. Ich habe nicht behauptet, dass die beiden Freunde sind. Ich weiß nicht, was sie miteinander zu tun haben. Und Nath hat mich in dieser Situation immerhin gerettet. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich werde mit ihm reden. Eins nach dem anderen. Zuerst ist dieser Typ dran. Und dann sehen wir wegen dem Mord an Nathaniel weiter. Das ist es, was ich immer schon an dir geliebt habe. Selbst in den dramatischsten Situationen bewahrst du noch deinen Sinn für Humor. Pia legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter. Versuch nicht allzu viel darüber nachzudenken. Ich sehe mal nach, wie es Nina geht. Wir reden diese Woche nochmal darüber. Ja. Bist du sicher, dass du klarkommst? Bisher habe ich diesen Katastrophentag schließlich auch schon überlebt. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Oh, sag das nicht. Sag das nicht, wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr. Kommt von irgendwo eine neue Katastrophe her. Also, nein. Meine Mutter, Pia, kannst du bei mir bleiben, während ich mit ihr rede? Ich weiß nicht, ich habe Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Kein Problem. Pia sah mich noch einmal an, bevor die beiden zusammen weggingen. Nun saß nur noch ein Pärchen auf der Terrasse. Mein Blick kreuzte den von Jon, der aus dem Inneren des Cafés zu mir herübersah. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, Katja abzulenken. Ich habe jetzt nicht die Kraft, ihr zu erklären, was passiert ist. Okay, schauen wir mal. Aber er sollte das hinbekommen haben. Als ich an der Tür vorbeiging, sah Katja mich fragend an. Dann ging sie in die Küche und ich war allein mit Jon. Jetzt war der passende Moment. Jon, ich... Katja und ich kommen schon klar. Geh du ruhig nach Hause. Das ist kein Problem. Aber wie... Ich habe den Eindruck, du hast, seit du hier angekommen bist, Tränen in den Augen. Und als ich dich eben mit dem Mädchen gesehen habe, wusste ich, dass etwas passiert sein muss. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Danke, Jon. Aber wegen Katja, ich... Ich regel das schon. Ich melde mich. Mach dir keine Sorgen. Danke. Oh, das ist so süß. Also gehen wir fix nach Hause. Er hat alles geklärt. Das letzte Stück des Weges rannte ich fast. Die verschiedensten Gedanken kreisten in meinem Kopf herum, ohne dass ich sie wirklich deuten konnte. Nina, Ryan, diese verdammte Hausarbeit, Katja, Nathaniel, mein Herz klopfte wie wild. Als ich mich dem Campus näherte, sah ich von weitem jemanden auf mich zukommen. Chani. Oh, Valkyria. Ich habe den ganzen Nachmittag über versucht, dich zu erreichen. Der Direktor hat dich gesucht. Was? Warum denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich weiß es nicht. Aber Jelin hat mir gesagt, dass er dich sucht und dann hat er auch bei mir an die Tür geklopft. Meinst du, es geht um das Gerücht? Er hat gesagt, es ginge um etwas Privates. Aber schließlich meinte er, er würde morgen weiter nach dir suchen. Ich wollte gerade ins Café gehen, um zu sehen, ob du dort bist. Ich spürte, wie mein Magen sich nun vollkommen verkrampfte. Alles in Ordnung? Nicht wirklich. Ich gehe jetzt schlafen. Ich glaube, dass ich das dringend nötig habe. Das ist heute alles zu viel. Ich kümmere mich morgen darum. Jupp. Wow. Das nenne ich mal positive Einstellung. Gut, dann gehe ich mal. Jedenfalls solltest du dir nicht allzu viele Sorgen machen. Der Direktor wirkt vernünftig und nett. Er wird dich nicht grundlos fertig machen. Wow, und wenn er denkt, dass es einen Grund gibt und mich dann fertig macht, obwohl es kein Grund ist? Ja,
Ihre Worte beruhigten mich nicht wirklich. Ich verabschiedete mich von Shani und schleppte mich in Richtung Wohnheim davon. Und tschüss, ich gehe ins Bett. Der Direktor war eben hier und hat gesagt, er würde dich suchen. Ups, er hat gesagt, es ginge um etwas Privates und er käme morgen noch einmal. Ich weiß schon Bescheid. Gut, dann soll er morgen kommen. Was genau hat er dir denn gesagt? Dass es um etwas Privates geht. Dann soll er morgen kommen. Ist mir egal. Du wirkst nicht gerade überrascht. Fliegst du jetzt von der Uni? Freu dich nicht zu früh, Jalin. Ich denke, wir werden uns noch bis zum Ende des Jahres diese 16 Quadratmeter teilen. Das macht mir keine Angst mehr. Ich habe mich daran gewöhnt. Toll. Konntest du mit deinem Professor Zaidi sprechen? Macht es euch nichts aus, dass alle Bescheid wissen? Was? Oh, das war doch nur ein Scherz. Ich versuche immer noch herauszufinden, wer wohl diese mysteriöse Studentin ist. Na, ich jedenfalls nicht. Ich werde jetzt lernen. Ich nahm meine Kopfhörer und meine Notizen und setzte mich an den Schreibtisch. Jalin ließ mich in Ruhe. Ich versuchte mich auf meine Abschlussarbeit zu konzentrieren. Nach einer Stunde wurde mir bewusst, dass ich die ganze Zeit damit verbracht hatte, Spiralen auf mein Blatt zu kritzeln. Oh, produktiv. Ich hatte dabei mit dem Stift so fest auf das Papier gedrückt, dass es an einigen Stellen Löcher bekommen hatte. Der arme Tisch. Ich zog meinen Schlafanzug an, legte mich mit Kopfhörern auf den Ohren ins Bett und vergrub mich tief unter der Bettdecke. Um 2 Uhr morgens starrte ich immer noch mit weit geöffneten Augen ins Dunkel. In meinem Kopf kreisten immer wieder dieselben Gedanken. 3.45 Uhr. Es war mir gelungen, fast eine Stunde zu schlafen. Ich hatte einen Albtraum, in dem ich von der Uni geworfen wurde, weil ich angeblich einen schlechten Einfluss auf die anderen Schüler hatte. Hallo, hast du doch auch. So ging das bis zum Morgen weiter, als mein Wecker schließlich klingelte. Ich sah auf meinen Stundenplan. Ich hatte heute Morgen als erstes den Kurs persönliche Entwicklung. Der Kurs war freiwillig, aber ich konnte sowieso nicht mehr schlafen. Da konnte ich auch gleich hingehen, um wenigstens die Punkte für den Kurs zu bekommen. Außerdem würde mich das vom Grübeln abhalten. Ich überlegte angestrengt, was ich anziehen sollte, um meine Sorgen wenigstens für einen Moment zu vergessen. Eine Melone. Ist es dein Ernst? Diese Schuhe, die sind auch irgendwie gruselig. Uiuiui. Also das Outfit ist nicht ganz meins. Ich mag die Hose und ich mag die Lederjacke. Aber das war's eigentlich auch schon. Naja, los, Valkyria, du schaffst das schon. Also müssen wir jetzt zum Kurs persönliche Entwicklung, aber ich würde sagen, wir machen heute an dieser Stelle einen Cut und sehen, wie es morgen weitergeht. Und zwar direkt im Kurs. Ich werde jetzt direkt hinlaufen und dann treffen wir uns dort. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anseht. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.